Okay, Gangplank, Heimerdinger Nerfs, Cassidy Nerfs. Wait, what? Cassidy Nerfs? Aber nur so wenig? Ist Cassidy nicht immer noch broken dann? Das mattert doch erst ganz spät. I guess, also, das, was ich hier gerade sehe, ist, du kannst wahrscheinlich 3 Punkte in E machen. Und dann Q-Max oder so. Yumi wird komplett gekillt, ne? What the fuck? Why? Why? Warum bringt man Yumi? Also, das ist ja, also wirklich, die ist ja kein Champion mehr. Das ist kein Nerf. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen harten Nerf gesehen. Weil sie broken ist im Pro-Play, ist sie nicht. Ist sie legit nicht. Guys, das ist legit ein Removal of a Champion. Das ist legit einfach Removal. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Heizungswartungsmensch, danke schön für diese. Guys, Yumi ist nicht overpowered. ATM. Yumi ist nicht overpowered. Wenn mir jemand sagt, dass Yumi overpowered ist. Wie ist die eine Seite? Gol.gg? Die hat 44% Winrate. Wo steht Patch? 13.1. Der hat eine terrible Winrate. Im Pro-Play. Terrible Winrate in High Elo. Across every Elo. Die kommt nicht auf 45%. Und du nerfst den Champion so sehr, dass er wahrscheinlich 30% Winrate hat, by the way. Also, das ist unglaublich. Sie hat eine Presence bei Worlds. Ja, aber das ist ein anderer Patch. Dankeschön, 10. Das ist schon legit krank. Ich finde, man kann sich schon noch mal ein bisschen gatten damit, aber das ist, also du killst alles, was sie machen kann. Also alles, was sie traden kann. Okay, du killst ihren Sustain. Du killst ihren Movement Speed. Ne, was ist das? Du killst ihren Wehr-Damage und du killst ihren Movement Speed von der E. Du killst alles außer das Healing. Das ist schon krank. Ich habe noch nie einen Champion so hart genervt gesehen. Noch nie in meinem Leben. Ich glaube, das gab's noch nie. Don't need real life, danke Spencer. In meinem Leben noch nie. Better Nerf Irelia damals war ein Meme. Better Nerf Yumi wird ein neues Meme. Siri letztens vor dem Rework, aber nicht so hart. Ne, nicht so hart. Was? Wie viel? 20-30%. Mein Mate.
Not bad. Eclipse Omnivamp weg, dafür Ability heißt 6 statt 8. What? Wait, Eclipse wird actually ein gutes Item. Für K6. Wait, actually, das ist ein gutes Item für K6, maybe dann. Sisji? Was ist das für ein Name? Das ist bad, glaube ich, für K6. Ich glaube, Gordon Care ist nicht mehr so gut auf K6, honestly. Talon sollte auch davon profitieren. Ich glaube, Omnivamp ist nicht so useful. Honestly, ich glaube, also finde ich. Wait, what? Ich verstehe das nicht ganz. Ravenous Hydra gibt jetzt 10% Lifesteal, aber es will trotzdem. Also ist ja basically dasselbe. Ne, bedeutet nur, dass wenn du Lifesteal-Items hast, dass sie auch darauf applyen, ne? Dann. Oder? Ja, okay. Achso, der Base Ability Shot nicht, sondern der Cleave Damage. Ach so. Okay, nee, das macht Sinn. More. Okay. 1080. Wait. Ist das ein Buff oder Nerf? Buff oder Nerf? Ich bin mir nicht sicher. More ist jetzt ein AD Carry Item. Das ist also, I guess genau, Buff für AD Carries, Nerf für Bruiser. Ah, schon eher Nerf, genau, eher Nerf, ne? Eher Nerf. Ich habe 20 Abilities mehr wird als 10 AD. 10 AD, 5 Armor. Das ist, glaube ich, okay. Dafür kannst du 15 Abilities traden, finde ich. Defy Healing on Takedown. Oh. Also Takedowns geben dir nicht mehr so viele so krasse Resets. Okay, das ist so. Death Sense wird, glaube ich. Also, ich würde sagen, das ist schon eher ein Buff. Oder? Schon eher. Black Cleaver wird einfach so, ohne irgendwelche anderen Argumentationen gebufft. Das wird ziemlich sicher das beste Item sein. Ziemlich garantiert. Einfach so gebufft. Garantiert das beste Bruiser-Item. Honestly, just go Eclipse into Black Cleaver. GG. So einfach. Dann hast du CDR-Boots, dann hast du deine 60, 70 Ability Haste, mehr brauchst du nicht. Graves, I don't know. Oh! What? Hä? Aber warum? Wir kehren einfach wieder um? Aber wir machen Grievous Wounds einfach wieder gut. War das genauso vorher? Ja, ne? Also ist jetzt Shaman's Computer Player wieder Meta. Nein. Das Groß gibt auch 40. Gab es vorher nicht 60? Ich weiß nicht. Proc nicht mehr auf Schilde, was?
What? No, the ability to apply Greaves by buffing allies has been removed. Okay, nevermind, das ist komplett ja Müll. Das ist ja kompletter Müll. Wer soll das jetzt bauen? Wer soll das jetzt bauen? Vergleich das mit fucking... The fuck, das ist doch komplett... Brudi, du kriegst Oblivion Orb für 800 Gold. Das gibt dir 30 AP und 40 Grievous Wound. Und du kriegst für Chemtech Putrefier, du kriegst 10 AP, 15 Ability Haste und 8% Healing. Und das kostet dich 1700 Gold. 10 AP, 15 Ability Haste, 8% Increased Shielding. Oder was? Achso, ist günstiger geworden. Also nur noch 1500. Trotzdem, zu fucking teuer. 10 AP sind 200 Gold. 15 Ability Haste sind vielleicht 500. Dann bist du bei 750. Du kriegst keine 750 Gold, weil du von 8% Increased Healing. Schlechtestes Item in League. Schlechtestes Item in League of Legends. Nee, warum soll's auf Seraphine jemals das über Morello kaufen? Jemals. Fucking useless. Nicht der Schwer, sondern die W-Stark ist, ja, dann kaufst du einfach ein anderes Support-Item. Hä? Warte mal. Magic Pen auf Morello? War das früher so? War das früher so? Ja, ne? Das war das alte Morello, das jeder gekauft hat, ne? Das man auf Elise gerusht hat. Okay, du verlierst 100 Leben für 10 Magic Pen. Das ist gut. Das ist ein fetter Buff für Morello. Ne? Das ist ein insaner Buff für Morello. Für jeden Mage. Und jetzt 3000 Gold statt wie viel? Wie viel war es vorher? Also wenn es teurer ist, ist es vielleicht nicht mehr so worth. 500! Okay, wenn es 500 teurer ist, dann ist er, glaube ich, eher meh. Nee, dann ist meh. Dann ist meh. Dann ist meh. Dann ist sehr meh. There's no longer an extra for hitting low health targets. Lol. Achso, ja, es ist immer 40%. I mean, honestly. Naja. Also, ich würde sagen, 100 Health sind 300 Gold, ne? Ungefähr. Oder 250, sagen wir mal. Also, die Hälfte von dem Gold ist wieder drin. Also das heißt, du hast 57 Gold, musst du ausgleichen mit 10 Magic Pen und Grievous Wounds, 15% mehr. Nicht worth. Nicht worth. Auch terrible Item. 10 Magic Pen sind 1000 Gold. Na. No. 10 Magic Pen, genau, Schuhe, so kriegst du 18 Magic Pen für 800 Gold. Also die Hälfte, 400. 400. 400 Gold. Ungefähr. 10 Magic Pen sind 400 Gold. Nicht worth. Nicht worth. Boah, weiß nicht. Aber
5 AP ist doch nicht gleich wie 5 AD. Du ziehst hier ein Viertel ab. Und hier ein Sechstel. So funktioniert das nicht. So, Execution. Ich weiß nicht, ob Execution das ein gutes Item ist. For sure ist Oblivion Orb fein. Ich habe Oblivion Orb, wurde einfach nur gebufft. Aber Executioners, na. Champunk. Okay, das ist einfach gebufft. Honestly, das ist einfach gebufft. What? Okay. Excuse me? Keine Attack Speed mehr. 400 Gold teurer. 30% Armor Pen. Kein Movement Speed mehr. Grievous Wounds 25. Das ist ein Bruiser-Item geworden. Das ist ein Anti-Heal, Anti-Armor Bruiser-Item. Das ist ein Anti-Bruiser-Item. Für Bruiser-Item. Also das ist ein Bruiser-Anti-Bruiser-Item. Genau, das kaufst du gegen Mundo, ja. Auf jeden Fall. Für 500 Gold. Ne, 400 Gold. Ich kann das sehr schwer bewerten, wie viel das wert ist. Aber ich glaube, das ist gut. Und was ist mit Serildas? Gibt es das noch dann? Hat dieselben Stats und gleichen Preis wie Lord Dominic's. Nur andere Passive. Ach so, warte mal, das gibt dir noch Crit, ne? Oh, das gibt dir noch Crit. Okay, nehmen wir dann, ist doch kein Bruiser-Item. Da gibt's. Also, es ist basically LDR für Bruiser. Ne? Ja. Das ist LDR für Bruiser. Genau, wenn du so Graves bist oder jemand, der Leben hat. Aber trotzdem LDR brauchst. Okay, Bramble Vest. Okay, whatever. Eigentlich ziemlich guter Buff. Honestly, so whatever ist es nicht mal. Thormir wird einfach gebufft. Richtig hart. 5% Ammo ist huge, ne? Und nochmal 40%. Oh Gott, wir sind noch lange nicht fertig, ne? Infinity Edge. Einfach gebufft. Zweites Item. Ist das worth? Zweites Item, ja, ne? Wartet mal, ihr habt ja recht. Yasuo kann doch einfach Infinity Edge rushen und hat das direkt, ne? Hat es direkt? Krank. Selbe gilt für Navori. Okay. Interesting Riot Games. Bloodthirster verliert 3% Lifesteal. Kriegt 130 Shield Level 18. Und dafür wird es 200 Gold billiger. What? Cool. Also man möchte... Alter. Excuse me, Sir? Excuse me, Sir, warum wird Ash gebufft? Also man möchte unbedingt um jeden Preis, dass AD Carries broken sind. Caitlyn wird gebufft. Warum werden alle AD Carries gebufft? Ey, wenn ich jetzt gleich Serie lese, dann flippe ich aus. Also ich meine, das sind nur Mana-Kosten, ne? Aber trotzdem. E-Mana-Kosten gehen ganz down, das heißt, du kannst immer spammen. W auch. Der Cat-Buff ist crazy. Nein, ist er nicht. Es sind nur Mana-Buffs. Also es hilft bestimmt. Es hilft bestimmt.
Es sind alles Mana-Buffs. Das ist whatever natürlich, ne? Aber zwei Mana-Growth, bla bla bla, alles Mana-Buffs. Was war bei Ezreal? Mana Regeneration Growth wird fast verdoppelt. Mana Buffs, damit sie nicht mehr Transcendence, sondern Overheal gehen. Oder mit Presence of Mind mitgehen, okay. Aha. Na gut. So. Ranged On-Hit Damage wird erhöht. Warum ist Blade überhaupt ein AD Carry Item? Was ist Siphon? Was ist Siphon? Ist das der, wenn man dreimal, viermal hittet, dann procst du Siphon? Aha, ja, okay. Das hatte einen. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das ist auch irgendwie nochmal 6% oder so. Aber das ist ganz festgelegt. Und es wird genervt. Also verlierst 50 Base Damage im Late Game. Kriegst dafür 1% Ranged On Hit. Wie ist aktuell Blade geregelt? Weiß das jemand? Haben Ranged und Melee Champs denselben Effekt? Also dieselben Prozent? Melee haben 12. Okay, wenn Melee haben 12, Range kriegen 9 dann. Also 12% ist so viel. 12 und 9. Honestly, ich weiß gar nicht, ob das so viel ändert. Aber das ist ja ein Nerf für Melee-Champs, ne? Aber das ist ja ein purer Nerf. Für Melee-Champs. Einfach nur Cooldown erhöht und weniger Schaden. Aber ich glaube, das macht jetzt keinen großen Unterschied. Oh. Wait, genervt für Melee-Champs? Gebufft für Ranged-Champs? Und ich muss sagen, 0,2%. Also du nimmst ungefähr 10% des Schadens von Demonic raus. Nee, Lila zählt das als Melee. Was ja insane für sie ist. Also 10%. Das ist gut für Swain, I guess, ja. Das sind alles Rengar-Buffs. Meinst du, die AD Carry-Buffs sind Rengar-Buffs? Kicke. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das gut ist. Also das reicht. Na gut. Wenn wir sehen. Ich glaube, Demonic wird fein sein. Also ich denke, Maokai wird noch weiter. Also wenn Maokai nicht noch an sich genervt wird. Achso, er wurde genervt, ne? Warte mal. Actually, wir gucken uns noch das Ding an. Die Items fertig und dann können wir nochmal kurz auf die Champions gehen. Essence Reaver 10 AD für 100 Gold. Is currently letting down the champions that want to build it most. Weil es AD Carry Ezreal gibt? Mit Kragenslayer? Oder wer denn? Was? Aber es. Hä? Ist das jetzt schon nicht komplett bescheuert, Bro? Schon jetzt? Das kriegt 10 AD. Ezreal, Essence Reaver into Navori. I mean, hört sich nicht schlecht an. Okay, nochmal, also. Gangplank wird genervt. 0,3
80 Growth. Oh, das ist, glaube ich, huge. Einmal den endlich genervt, Total Damage increased. Okay. Also beides Nerfs, sehr gute Nerfs. Oh, die Turret Health Nerfs sind, glaube ich, huge. Early. Oh, das sind 20% weg. Uiuiui. Actually wird Kindred genervt, wow. Sollte sie stören? Das sollte sie sehr stören, aber nicht unbedingt killen. So, und jetzt meint ihr, Lilia wird komplett hart gebufft. Passive AP Scaling. Okay, das geht gut hoch. Q kriegt AP Scaling. Das kriegt genau denselben Buff. Und E kriegt 15% AP Scaling. Und der Cooldown geht runter. Okay, interessant. Dankeschön, Lucker, für den Sub. Also, ich muss mal kurz gucken. All Ranks ist sie gut. Die sind Loyal gut, ne? Die sind Loyal gut, ne? Unter Gold. Unter Gold ist sie gut. Das ist der Demonic Ausgleich. Aha. Also, ich glaube, sie ist... Achso, sie wurde genervt recently. Die wird nicht broken sein. Lucian wird genervt. Warte. Weniger Mana Base. Mehr Mana Scaling. Das war's? Wo Nami? Ah. Zehn. Aber dafür AP Scaling? Und E? Schwierig. Ist das gut? Ist das genug? Ist das genug? Also, du hast jetzt vorher 3 Hits, ne? 75 Schaden. Jetzt machst du 60. I don't know. Aber dafür wurde die W einfach gebufft, oder nicht? Und alles andere, Mandate und so, ist ja immer noch broken. Ab 200 AP? Oh, never mind. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die wurden nicht wirklich hart genervt, ne? E wird gut genervt. Empowered Sapling Magic Damage. Okay. Ja, das ist ein sehr guter Nerf von auf Maokai, for sure. Sehr, sehr guter Nerf. Genau, was man machen muss. Clear nerven, E-Damage nerven. Sehr, perfekt. Ich glaube, er ist noch bestimmt viable, aber das ist genau, was man braucht. TikTok? Du hast nicht wirklich eine Passive jetzt TikTok genannt. Oder hieß es vorher so? Ach, hieß schon vorher. Okay, dann Moment. Das bedeutet nur, dass ihr Damage ein bisschen smoother hochgeht auf eine Passive, ne? Und nicht nur alle drei Level, sondern jetzt einfach jedes Level ein bisschen.
Also es ist ein Mini-Buff. Pass through damage reduction. The ability is not the first one hit and damage afterwards. Beim Hit, the ability is not the first one hit. So. Wait. Is that a nerf? Also du machst am Anfang 100%, danach machst du für jeden weiteren 10% weniger Schaden. Ne? Und was du jetzt bekommen hast, ist, du machst von Anfang an 70% weniger Schaden. Du machst von Anfang an 30% weniger Schaden. Aber der wird noch nicht geringer und der geht aber auch nicht höher. Ich glaube, das ist ein Nerf. Ich glaube, du hittest nicht viel mehr als... Also wenn du die Wave Qs, die ankommt, da hättest du 6 Minions. Aber das ist ja scheißegal. Die Backline-Minions haben eh weniger Leben. Das hat für dich nicht gemattert. Und der erste ist, also der erste ist 100, genau, der zweite ist 90, der zweite ist 90, dann 80, bei 3 Minions. Bei 4 Minions machst du dann 70. Ab dem 5. Minion ist das wieder gut. Aber dann musst du die anderen ja ausgleichen. Bei dem 6. Minion ist es ja immer noch nicht ausgeglichen. Hä, das ist doch voll kacke. Das ist ein fucking Nerf. Also statt 100, 90, 80, 70, 60, 50 machst du 170, 70, 70. 70, voll scheiße. Dann ist besser zum Farmen wahrscheinlich, weil du jetzt besser einschätzen kannst, wie viel welcher Minion wie viel Schaden bekommt, I guess. Aber sonst Nerf. Sonst nerv. Mana-Kosten, wir gehen runter. Ui. Das ist ein sehr saftiger Buff. Hast du Wege Max auf Orianna? Oder Kibu? Q. Vielleicht machst du jetzt weh. Wow. Wow. Okay. Okay, now we're talking. 50 Damage, 100 Damage late und 10% AP Scaling. Das ist schon gut, ey. Ich mag Orianna. Ich mag Orianna als Champion. Richtig, sehr sogar. Der hat übelst coole Synergien und der hat einen übelst coolen Playstyle. Ich mag Orianna sehr. LCK? Ja, LCK Orianna, let's get it. Sie ist Platin Plus, Master Plus, actually 50% Minion. Master Plus ist legit nicht schlecht. Damit sollte, also, ich glaube, der Q-Nerf ist whatever, ne? Die war nur in Low Elo Bad, actually, wow. Die war nur in Low Elo Bad. Anscheinend, okay. Ja, das sollte gut sein. Och, Rice, okay, 4 MR. Increase Maximum Mana. Wait, what? Was für eine Winrate hat eigentlich Rice? Minion ganz in Ordnung, I guess. Aber jetzt auch nicht so krass. Das ist ein schwieriger Champ, ne? Tja, Kirp, danke dir für das. Okay, da war's, ne? Habe ich irgendwas vergessen? Oh, wait, den Udin-Nerf habe ich nicht angeschaut. Ja, nee, Rice ist for sure broken. Auch wenn der Winner bei 50% ist, das ist ein schwieriger Champ, right? Das ist ein sehr schwieriger Champion. Also gute Spieler gewinnen wahrscheinlich 60% auf dem Champ. Und die schlechteren Spieler gleichen das halt immer anderen aus, aber. Also nochmal kurz das hier anschauen. Udyr. Okay, Q-Nerf für Bonus AD, aber das juckt niemanden, weil er ja nie AD baut.
Und er kriegt dafür Attack-Speed, also gut Buff. Das ist einfach ein Buff. Das ist einfach ein Buff. Und dann Ult Wingborn Storm. Das ist seine Victor-Ult, ne? Aber... Also early gar nicht. Die ersten drei Level legit gar nicht. Also zwei pro Tick, das ist nix. Und dann ab drei Punkten wird es relevant. Honestly, wow. Der wird aber nicht angefasst. Aber Dämonik wurde genervt, I guess, ja. Okay. Aber I mean, honestly, Udi ist ja auch ohne Dämonik sehr broken gewesen, oder nicht? Bei Udi sieht man das, glaube ich, sehr klar, dass er broken ist. Er hat eine extrem hohe Pick und Winrate. 54% Winrate. 35% Bunrate. 9%, also in jedem 10. Game ist er dabei. Man hat nur einen Punkt in Q, wenn man R maxt. Hä? Also kein Buff für den APOD. Ach so. Hast recht, ja. Der ist ja später gebufft. Ja, das habe ich irgendwie nicht bedacht. Aber cool. Cool, cool, cool. Also. Kassadin wird geschwächt. Mauche wird geschwächt. Elise nicht berührt, ne? Elise nicht berührt. Oh mein Gott, Riot Games. Elise wurde nicht angefasst. Alles andere wurde genervt. Außer Elise. Also ihre Items wurden nicht angefasst. Nix. Zack wurde auch nicht berührt. Er wurde nur indirekt mit Dämonik genervt. Okay, Evelynn auch nicht. Evelynn ist, glaube ich, auch sehr stark. In Heilgruppe Halo. Kindred wurde genervt. Okay, Kindred ist gone. Elf wurde nicht genervt. Rengar wurde nicht genervt. Vi auch gut. Vi ist auch gut, glaube ich. Warum ist eigentlich Sinsau so stark? Der sollte doch genauso gut strugglen wie die anderen. Ganz normaler Item-Bild. Wukong auch, by the way, komplett broken, ne? Obwohl er nur 50% Minute hat. Wukong komplett broken. I don't know how. Honestly, die Leute können Wukong nicht spielen. Wukong ist broken. Ich finde Wukong broken. Schade, keine Buffs für Nocturne. Beispielsweise. Oder Shyvana. Shyvana und Nocturne brauchen dringend Buffs. Traurig. Okay. Was sind die Champs, die am meisten gefühlt werden? Odia, Kindred, Elise, Maokai. Nun ist, glaube ich, auch broken, by the way. Für Wukong sind Black Clear Buffs gut, ja. Das stimmt. Und ich finde auch Divine Sandra ist vielleicht ein bisschen zu broken. Aber ja, Wukong wird gebufft mit dem Patch. Wenn alle anderen genervt werden und vor allem AP-Schaden mit Dämonik genervt wird, wird Wukong profitieren. Diana ist fein. Wenn man möchte, nehmen wir mal direkt der Elise nerf, der more besser für AD Carries ist. Na. Ich glaube, das ist whatever. Okay. Und was bedeutet das jetzt für mich? Also Lilia werde ich garantiert nicht spielen, nur weil sie gebufft wird, dieses fucking Müll.
Ich glaube, wir können weiterhin. Wir können genau. Also, das ist. Für uns ändert sich der Patch nicht. Also, für mich ändert sich nichts. Immer noch Elise Wukong. Evelyn, immer noch. Die drei hauptsächlich. Das war's. Vielleicht spielen wir ein bisschen Zac auf dem Smurf.